Und weiter geht es mit einer knackigen Folge von Soul Mask. Wir werden heute ein bisschen Erze sammeln gehen und ja, wir lassen sie weitermachen. Sie ist schon Level 40. Sollen wir ihn mitnehmen? 37 ist schon echt nicht schlecht, ne? Muss ich schon sagen. Ich glaube, ich sollte jemanden mitnehmen, der ein bisschen stark ist. Wie viel kannst du denn tragen? 153, das ist gar nicht mal verkehrt. Wir müssen dich nur einmal komplett neu ausrüsten. Wir nehmen dich mit. Okay, der hätte eigentlich diese Sachen wegräumen können. Na egal. Dann sollte jemand anderes hier rein. Da können wir noch ein bisschen produzieren lassen. So, wer ist denn von euch frei? Ja, ich würde sagen, du. So, gib mir mal deinen Kram. Oh, du brauchst noch was zu essen. So, Verbände hat der. Und den müssen wir komplett neu ausrüsten, den Kollegen. Mal her mit dem ganzen Kram hier. So geht das nicht. Der muss schon ready sein. Wir haben hier ganz viel, ja? Da kannst du dich austoben. Haben wir irgendwas Rotes? Ja, guck mal. Rot. Haben wir eine rote Hose? Sieht leider nicht danach aus, ne? Gut, dann halt lila Hose. Obwohl, ne, warte mal. Wo ist der Unterschied? Ja, nicht so krass, aber der Unterschied ist da. Die haben wir auch nicht in Rot, ne? Nur die Brust irgendwie. Ah doch. Sind noch ein bisschen beschädigt, aber halb so wild. Schön. Schuhe. Rote Schuhe haben wir leider auch nicht. Dann kriegst du die hier. Dann kriegst du hier noch so eine schöne Kette. Die ist ganz nice. Und den Ring hier. So, dann bist du gut ausgerüstet. Ich muss nochmal schauen. Rick. Warum ist bei ihm kein Name, aber bei den anderen? Rick. Gut, Rick. Wo bist du? Ich muss ja mal schauen, auf welcher Wache bist du denn spezialisiert? Du bist gut mit den Doppelklingen. Haben wir aber gar nicht da. Doppelklinge, Hammer, Großschwert. Sollen wir denen auch ein Großschwert geben? Ich meine, warum nicht, ne? Oder Schwert und Schild. Haben wir auch gute Schilde? Wenn ich jetzt ein gutes Schild habe. Nee. Ja, nur blau. Aber die Einhandklinge wäre ganz nice. Oh, oh, warte mal. Ist einfach besser als meins, ne? 62. Dann kriegt er das hier. Obwohl. Warte mal, können wir dieses Modul entfernen? Leider nicht, ne? Modul 60. Ja gut, so krass Unterschied ist da jetzt nicht. So, dann haben wir doch noch einen netten Bogen. Warte mal, wir geben den erstmal. Das sind meine Pfeile. Du kriegst die Speere. Warte mal. Und dann habe ich hier noch Pfeile. Wir müssen jetzt nicht übertreiben. Der kriegt auch mal so 100.
Ja, super. Das habe ich jetzt gut hinbekommen. So. So. Da kriegt er auch noch ein bisschen Werkzeug. Guck mal, wir haben sogar noch eine rote Picke. Ja, eine rote Axt brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir geben jetzt einfach eine normale Axt mit. Warte mal, die hier. Falls ich doch mal sein Werkzeug brauche, dann kann ich das ja benutzen. So ein Licht noch. So. So. Okay, das Essen. Verbände. So, sollen wir ein paar mehr nehmen? Alright. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mehr oder weniger ready. Und einmal den ganzen alten Kram hier weghauen. Hallo? Okay. Okay, wir haben ein bisschen Essen. Zack, zack, zack. Haben noch zur Not einen Alpaka-Sattel. Haben Waffen, haben Rüstung. Wie sieht es mit meiner Rüstung aus? Oh, ist noch alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Da würde ich sagen, gehen wir los, ne? Ja. Markierung setzen. Gehen wir zuerst mal hier hin. So. Let's go. Okay, ich habe, glaube ich, an alles gedacht, ne? Ich denke, ja. Ich würde sagen, das sieht alles gut aus. Jetzt habe ich auch nochmal eine stärkere Waffe plus so ein Boni. Eigentlich habe ich noch irgendwas, um was auf die Rüstung zu hauen, ne? Aber naja. Ist schon in Ordnung. So. Und wir können jetzt bald noch so einen Leopardensattel machen, ne? Das ist, glaube ich, geil, ne? Wenn wir so einen reiten können. Dann müsste ich ja eigentlich nur noch Richtung Pyramide. Ich weiß noch nicht, wie man die zähmt. Wahrscheinlich Leben ein bisschen runterkloppen und so, dann geht das schon. Aber jetzt meine Waffe nochmal deutlich stärker. Im Level her bin ich auf jeden Fall auch stärker jetzt. Also, gibt's doch nicht. Du hast keinen Bock, ne? Ach, Rick. Ich dachte, du bist ein stabiler Typ. Aber warte mal, apropos Rick. Oh, da sind wieder ein paar Level, aber es ist gar nicht interessant. Sie ist halt sehr stark, ne? Die ist Maschine. Die wird meine Geheimwaffe sein. Gehen jetzt erstmal nur auf Rick. Gehen wir auch so und so. Der ist auf jeden Fall auch stark dabei. Ja, ja, Rick, du bist schon Goldstück. Ich hoffe, du kämpfst natürlich auch nicht, dass du nur zuschaust. Das wäre natürlich nicht so geil. Ach, und ich sollte auch wieder Fleisch und so mitnehmen, ne? Oh, gut. Wir rennen jetzt einfach dahin. Da gibt es ja irgendwie so ein Portal. Ich weiß nicht, wofür das Portal da ist. Ob das zum Wiederbeleben gedacht ist. Dann könnte ich eigentlich meinen alten Kollegen wiederbeleben, aber... ist jetzt nicht unbedingt wichtig, weil die Leute jetzt aktuell in der Basis sind. Sind eigentlich stark genug, ne? Komm, ein bisschen mehr mit. Warum nicht? Oh ne, ich bin zur falschen Markierung gelaufen, ne? Da lang. Dort entlang. Obwohl, da müssen wir auch mal hin wegen dem Alpaka, ne? Da war ja irgendwie so ein Alpaka-Baby gewesen. Oder in der Barbarenkaserne. Alpaka ist aber eher... wahrscheinlich gut zum Schleppen, ne? Was für Level hatten die denn? Also Level 5 oder so wahrscheinlich, ne? Also nichts Wildes hier.
Ich will einfach eigentlich hauptsächlich mein Kupfer haben. Ich brauche extrem viel Kupfer und extrem viel, wie nennt sich das nochmal? Ich will schon, was meine. Kann ich die auch eigentlich dahin schicken? Ich sage, ey, geh mal dahin. Das ist so gefährlich, weil hier ist ja auch eine Barbarenkaserne, ne? Ich glaube, da sind die noch mal ein Stückchen stärker, kann es sein. Ich werde mal mir das gleich anschauen. Ja, das war jetzt nicht so nice. Ich bin auch mittlerweile echt stark, ne? Okay, aber Level 34 auch klar. Also kein Wunder. So unbekannt. Wir sind bald da. Ich glaube, es kommen bestimmt wieder Krokodile, oder? Crocodiles? Nö, Wasserschweine. Liebliche, süße Wasserschweine. Ich tu dir nichts. Piranhas. Nehmen wir überhaupt irgendwas Besonderes? Warte mal, so ein Piranha. Im Unterwasser schießen? Ne, hätte mich das auch gewundert. Ich weiß gar nicht mehr. Konnten wir da irgendwas Besonderes looten? Ich hatte die aber analysiert, oder? Ja. Was war das? Oder nicht? Erstmal jetzt. Okay, nur Fischfleisch. Alles klar. Ich dachte, die geben uns vielleicht noch irgendwie so Piranha-Zähne oder irgendwas. Hätte ja sein können. Aber nö. Ah, dann können wir den eigentlich ignorieren, oder? Außer der kommt jetzt, dann killen wir den. Nee. Der hat auch keinen Bock. Alles klar. Soll mir recht sein. So, was ist das? Müssen wir da hochklettern? Ah, sieht ganz danach aus. Obwohl, warte mal. Könnten wir das schaffen? Ja. Da will der jetzt nicht klettern, oder wie? Da aber. Noch besser. Okay, wir sind da. Schauen wir uns das hier mal an. Sind hier irgendwelche Gegner? Das ist ein verlassener Ort, ne? Eine Kiste oder so. Ich würde aber ganz gerne mal einen Screenshot haben, das sieht ganz cool aus. Da brauche ich ein paar Screenshots. Okay, also, Interaktion. Na super. Ernsthaft. Ach Mann. Kristalle. Ist hier eine Ruine in der Nähe oder so? Nö, ne? Barbarenlager. Wenigstens eine Kiste mit ein paar. Komm schon. Nö, ne? Toll. Ah, ich wollte ein Portal öffnen. Aber ich kann jetzt nicht zur Base rücklaufen, nur wegen drei so Kristallen. Boah, das ist jetzt ärgerlich. Also da muss ich sagen, das ist echt ärgerlich. Echt keine kleine Kiste hier. Wenigstens einmal zum Testen. Nö. Nice. Naja, was soll man machen? Level bekommen, ja. Ich gehe nochmal auf Schaden. Hallo?
Ah, verrückt. Ja, dann gehen wir halt hier hin. Dann gehen wir halt zur Kupfermine. Vielleicht kriegen wir ja dort hinten ein paar, dann könnten wir auf den Rückweg das wenigstens einmal testen. Oh, ist ein bisschen... So, sehr schön. Kein Krokodil. Alles klar. Ja, das ist trotzdem ein bisschen, naja. Also mal machen, ne? Was soll man da nur tun? Da tut man halt nichts. Da können wir nichts gegen machen, Leute. Wieder Eber hier. Muss ich jetzt nicht unbedingt gegen kämpfen? Ich will mir eigentlich hauptsächlich den Platz sparen. Ich weiß nicht, wie viel Kupfer wir da rauskriegen. Ne? Das wird auf jeden Fall einiges an Gewicht haben. Oh, was ist denn hier? Bär. Ich hoffe, ich bringe den jetzt nicht um mit einem Schlag. Oh. Oh, knapp. Knappe Nummer. Haben wir irgendwas aufgedeckt? Nö, ne? Eher eigentlich nur Müll. Das ist nice. Oh, Golderz. Du sollst es mal. Verhaltenseinstellung. Ah doch, das habe ich. Und automatisch Essen. Genau, hau dir mal was rein. Alles klar. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Ah, das war ein bisschen ärgerlich, ne? Ich hätte echt gern dieses Portal. Warum macht das so ein Männchen? Ich dachte, das wäre so. Ach, ich habe gar keine Pfeile. Ich dachte erst, das wäre so wie so ein Erdmännchen oder so. Kommst du? Alles klar. So, auf zur Mine. Gebt mir einfach nur... Noch ein Eber. Und plötzlicher Regen. Geil. Aber geil, wir haben auch unsere Lichter, wenn es gleich dunkel wird. No problemo. Da hätten wir die nächste Barbarenkaserne. Ich würde ganz gerne mal wissen, was für ein Level die hier haben. So wie vorher. Das heißt, wir würden die eigentlich easy kaputt machen, weil wir jetzt vom Level deutlich drüber sind. Der hat doch trotzdem den Pfeil irgendwie ganz gut. Kein Problem mit gehabt. Ah. So, mein Schutzschild. Ja, super. Ich wollte eigentlich hier da hinten, aber ja, stand mir halt im Weg. 48. Ne, die sind halt nicht so gut, ne? Wir haben halt andere Bonis, aber ne. Ich nehme es trotzdem mit, weil wir können es klein machen, wegen, da kriegen wir halt Leder raus. Wenn wir alle herkommen.
fehlt. Rette mich. Sehr gut. Das hast du fein gemacht. Die Pfeile nehme ich gerne. So, dann haben wir noch dich da. Das ist aber wieder verfehlt. Nächster. Tanzt er da rum. Ja, super. Keine Ahnung. Alright. Was haben wir denn hier? Haben wir immer hier alles mit? Ist das auch Kupfer? Ich glaube ja, ne? Was? Das bauen wir aber irgendwie schnell ab. Ah, guck mal da. Ich würde ganz gerne einen zum Stamm hier eigentlich mitnehmen, aber das Problem ist, mein Stamm ist voll. Oh. Was macht er mit seinem Bein? Und hier sind wir. Nee, wir sind da noch nicht voll. Wir können das bald upgraden. Dann könnten wir nochmal für weitere Leute holen. Dann holen wir uns ein paar von dem Stamm hier. Ja, mit dem will ich so schnell auf, weil es Kupfer ist. Level ich durchs Kupfer? Wahrscheinlich ja. Noch ein Level. Weil ich kaum Bergbau gemacht habe, glaube ich, ne? Und ich habe ja auch eine gute Picke. Ich vergesse mal, dass ich eine rote Picke habe. So, nimm schon mal hier. Gehen wir mal. Oh, sehr gut. Dann würde ich das hier einmal alles. Obwohl. Ich weiß, ich will irgendwie die Rüstung haben. Obwohl, die können die doch irgendwie auch aussaugen, ne? Ich muss mal auf deren Namen achten. Egal, komm, wir machen klein. Noch irgendwas, was. Okay, können wir erstmal so lassen, ne? Warte mal, haben wir hier was drin, was wichtig sein könnte? Okay, warum nicht? Können wir das hier abbauen? Nö. Ah, warte mal. Bergbau. Tempo, aber Ertrag. Aber warum kann ich nur bis 50? Meine anderen, die können über 100 oder so. Ich kann aber irgendwie nur bis 50 skillen. Ist das irgendwie ein Fehler oder so? Keine Ahnung. Ich gucke, ob ich noch irgendwas rauswerfen kann. Weil langsam aber sicher bin ich überfüllt. Ach so. Baumstamm, ne, das sind die nicht. Von denen kriege ich kein Rezept. Dann nehmen wir erstmal mit. So, du hast noch ein bisschen Platz. Jetzt nicht mehr. Gut, warte mal, habe ich jetzt irgendwie unnötigen Kram, den wir vielleicht rauswerfen sollten? Ja, Becher. Hau ich mal rein. So,
So. Das war laut. Haben wir irgendwie normale Steine? Ja, die können wir rauswerfen. Ich glaube, das esse ich jetzt einfach mal. Das wird klein gemacht. Die wird gegessen. Ansonsten würde ich sagen, habe ich jetzt nichts Unnötiges drin. Können wir noch ein bisschen was abbauen? Ein bisschen geht noch. Aber nicht mehr so viel. Alles klar. Er sieht mich. Du. Dann komm mal her. Lady. Die hat aber gut was ausgehalten für Level 15. Aber mach sie fertig. Sie gehört mir. Was ist ein Typ? Den würde ich irgendwie ganz gerne mitnehmen. Weiß nicht. Oh, warte mal. Aber die 184? Die ist gar nicht mal schlecht, ne? Also manche Kleidungsstücke sind irgendwie... ganz nice. Ich bin aber voll. Du bist auch voll, ne? Das könnten wir dir noch geben. Warte mal. Die nehme ich auch gerne mit. Ja, jetzt wäre leider komplett voll. Kann ich noch einmal reinpieksen? Ich glaube, das wäre nicht so eine gute... Obwohl doch, komm, einmal. Nochmal. Ah, jetzt bin ich schon... ein bisschen überfüllt. Warte mal, mit irgendwas, wenn wir irgendwas essen. Jetzt, könnte ich irgendwas rauswerfen, was irgendwie viel wiegt? 2, 3, ja, gut, aber Wurfmesser wäre schon ganz nice. Kürbis, babam. Ja, davon habe ich eigentlich sehr viel zu Hause, ne? Und weg damit. Leder nehme ich gerne mit. Ja. Gut, würde ganz gerne alles mitnehmen, was ich jetzt da habe. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.